Warum sollte jemand so etwas tun? Verstehen Sie nicht? Blutleer. Verkehrt herumgekreuzt. Nicht. Das kann doch nur eine Ursache haben, Herr Professor. Diese junge Frau wurde von einem Nosferatu aus dem Leben gerissen. Sie meinen? Ja, der Mörder war ein Vampir. Ein Blutsauger? Eine Figur aus einem literarischen Machwerk fraglicher Qualität, der sein Unwesen in Wien treibt? Ein Merkmal primitiver Kulturen, mit dem Verlust von Geliebten umzugehen. Stirbt jemand eines gewaltsamen Todes, wird die Seele in ein Zwischenreich getrieben, unfähig zu sterben, aber auch nicht mehr dem Leben zugehörig. Damit mal wieder bewiesen wäre, wie sehr sich primitiv und neurotisch doch gleichhält. Dieses Wien ist nur einen Schritt von der Steinzeit entfernt, wenn überhaupt. Es geht nicht darum, ob ein Vampir der Mörder war. Warum aber glaubt Gruber genau das? Warum erweckt der Mörder den Anschein, er sei ein Vampir? Karl Gruber lebt, auch wenn er nahe am Tode wirkt. Im Krieg und seitdem. Ich mag diesen Kerl. Er hat so etwas Animalisches. Ich wette, er hat getötet im Krieg. Mit nackten Händen. Er war Soldat. Das war seine Aufgabe. So wie es deine ist, die Menschen im Leben auszusaugen für deinen Zweck. Das tue ich nicht. Oh nein, du hilfst ihnen. Wie selbstlos. Der Vampir bist du. Professor Sigmund Freud, Kriminalhörspiele. Mit Hans-Peter Hallwachs, Felicitas Woll und Andreas Fröhlich.